Die Pflege eines Angehörigen zu organisieren, ist eine große Herausforderung. Manchmal stehen Betroffene ganz plötzlich vor der Frage, wie es weitergeht. Mein Vater hat zu wenig auf sich geschaut. Und dann ist er zur Darmuntersuchung gegangen. Und da kam dann die Diagnose, dass er ein Darmkarzinom hat. Die Therapien waren dann 5 bis 6 Wochen jeden Tag zur Strahlentherapie und Chemo. Und vorher ist er noch ins Krankenhaus gekommen und hat einen künstlichen Ausgang bekommen. Und ich habe ihn dann tatsächlich mit heimgenommen und habe das alles selber gemacht. Und dann ging es los, Pflegegrad beantragt. Auch der Pflegedienst muss organisiert werden. Also es sind 1000 Dinge, die dann plötzlich auf einen einfallen, an die man eigentlich gar nicht denkt. Und jeden Tag ist was anderes. Ja, guten Tag. Mein Name ist Silvia Zetzel. Ich würde mich gern beraten lassen wegen der Pflegeauszeit. Mir war schnell klar, dass ich so nicht weitermachen kann. Und habe dann auch recherchiert, was meine Möglichkeiten sind. Und habe dann beim Pflegestützpunkt angerufen. Und da hat mir der Pflegestützpunkt wirklich ganz gut weitergeholfen. Bei akut auftretendem Pflegebedarf und allen anderen Fragen zum Thema Pflege finden Angehörige schnelle Hilfe beim Nürnberger Pflegestützpunkt. Zentral gelegen im Heiliggeisthaus gibt es hier individuelle, kostenlose Unterstützung. Persönlich und am Telefon. Pflegestützpunkt Nürnberg, Rumwiede, guten Tag. Der Pflegestützpunkt berät umfassend, neutral, individuell und kostenfrei Menschen, die einen Pflegebedarf oder Fragen zum Thema Pflege haben oder zum Thema Hilfe im Alter. Egal ob in der Häuslichkeit oder auch in Einrichtungen, wenn Angehörige Einrichtungen in Anspruch nehmen. Wenn ich direkt in der Pflegesituation stehe und es ist was Akutes, dann ist es für mich eine Krisensituation. Da möchte ich ganz gerne schnell Hilfe haben, das in Anspruch zu nehmen. Wirklich zu sagen, ich lasse mir helfen, ich lasse mich da unterstützen. Und nicht der Meinung zu sein, ich muss alles alleine schaffen. Die BeraterInnen des Pflegestützpunkts beantworten alle Fragen. Rufen Sie einfach an oder vereinbaren Sie einen Termin. Als besonders hilfreich wird die Pflegeplatzbörse des Pflegestützpunkts empfunden, mit einer Übersicht freier Plätze in allen Pflegeeinrichtungen sowie bei ambulanten Pflegediensten. Gerade weil die Plätze rar sind, hilft diese Plattform, vorhandene Kapazitäten schnell zu finden. Sie haben ja erzählt, dass Ihre Eltern so lange wie möglich daheim bleiben möchten. Schauen Sie mal her, wir haben hier die Wohnberatung bei uns im Pflegestützpunkt. Hier können Sie auch einen Termin ausmachen und die Wohnberater kommen zu Ihnen nach Hause. Damit die Pflege zu Hause gut gelingen kann, braucht es passgenaue Hilfen. Neben der Wohnberatung stellen die BeraterInnen des Pflegestützpunkts oft Kontakt zum Seniorennetzwerk her. Diese zusätzliche Anlaufstelle gibt es in vielen Nürnberger Stadtteilen. Dort können Hilfsangebote wie Essen auf Rädern, Besuchsdienste oder Entlastung im Haushalt organisiert werden. Die BeraterInnen des Pflegestützpunkts vermitteln, wenn nötig, auch weiter an eine der 4 Fachstellen mit spezialisiertem Wissen. Die Angehörigenberatung im Nachbarschaftshaus Gostenhof zum Beispiel berät umfassend Angehörige von Menschen mit Demenz. Ist die Pflegesituation so, dass sie massiv aufwendig ist? Ist auch zu überlegen, ist eine häusliche Versorgung möglich oder braucht es auch eine Versorgung über 24 Stunden in der Einrichtung? Das ist einfach zu betrachten in der Gesamtsituation. Grundsätzlich ist es so, dass man die Möglichkeit hat, sich einstufen zu lassen mit einem Pflegegrad und dann Leistungen aus der Pflegekasse erhält für die finanzielle Absicherung der Pflege. Dies reicht aber oftmals nicht aus. Das heißt, Pflegeheimplätze, Pflegeplätze in der Pflegeeinrichtungen sind relativ teuer heute. Das heißt, manchmal reichen auch die persönlichen finanziellen Ressourcen an der Stelle nicht aus. Und dann ist es manchmal auch nötig, einen Antrag auf Sozialhilfe zu stellen, um die Pflege entsprechend zu finanzieren. Hast du was für mich? Viele pflegende Angehörige stehen vor der Herausforderung, Beruf, Familie und die Pflege unter einen Hut zu bekommen. Mein Vater, der ist also Pfingsten 2022 sehr stark erkrankt. Also so stark, er war bis dahin alleine in seiner Wohnung und hat sich auch selbstständig versorgt.
Und es war ab dann nicht mehr möglich. Wir haben also praktisch von Mai bis November haben wir also abwechselnd mit Krankenhausaufenthalten, wenn der Papa zu Hause war, ihn als Familie gepflegt. Also zum einen haben wir alle die Möglichkeit, uns unsere Arbeitszeiten einzuteilen innerhalb von einem bestimmten Rahmen. Wir haben auch hier bei uns in der Firma Gleitzeit. Und das ist natürlich super hilfreich. Also dass man zum Beispiel weiß, die eine Person kann am Vormittag und dann kann die andere Person am Nachmittag, dass man einfach schiebt. Und so war es auch hier für mich. Also einerseits, dass ich meinen Gleitzeitrahmen voll ausgenutzt habe und dass ich auch die Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen. Pflegende Angehörige haben gesetzlich Anspruch auf Freistellung von der Arbeitswelt. Eine kurzzeitige bezahlte Auszeit von 10 Tagen jährlich pro pflegebedürftiger Person stehen allen ArbeitnehmerInnen zu. Darüber hinaus gibt es Pflegeauszeiten von bis zu 24 Monaten, abhängig von der Größe des Unternehmens. Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gewährt in dieser Zeit ein zinsloses Darlehen, um den Lohnverlust zu mindern. Er war dann in der Palliativstation, konnte dann aber doch noch mal nach Hause. Und da hatten wir auch das Glück, dass wir eben von dem ambulanten Palliativteam betreut wurden, was uns sehr geholfen hat. Aber auch da war es dann so, trotz der Betreuung durch das ambulante Palliativteam, dass einfach es sehr schwierig war, also dass wir das nicht gut hinbekommen haben. Und im Hospiz, muss ich echt sagen, es war super für uns alle. Also ich denke für ihn, er hatte da nochmal eine sehr gute Zeit, weil die Pflege wirklich super ist. Aber auch für uns, weil wir alle also entlastet waren von diesen ganzen Alltagsthemen und vor allem von diesen ganzen Situationen, wie kann man das zu Hause handeln. Und das Hospizteam hat ihn und uns betreut. Und das war echt sehr gut, sehr hilfreich. Für die Beratung und Begleitung Schwerkranker und Sterbender gibt es in Nürnberg einige spezialisierte Fachstellen. Das Team vom Pflegestützpunkt kann auch hier unterstützen und passende Kontakte vermitteln. Also ich möchte einfach aufgrund dessen, dass mein Papa 87 Jahre ist, einfach mal noch Zeit haben für ihn. Das ist mir wichtig, weil man einfach nicht weiß, wie soll ich sagen, wie lange er Zeit noch hinten raus hat. Und diese Zeit möchte ich einfach als eine gute Zeit noch mit ihm zusammen verbuchen.